Ja, hallo zusammen. Da sind wir wieder, die beiden von der Insel oder die beiden auf Abenteuerurlaub oder die beiden Bekloppten, die sich hier mit allen möglichen rumschlagen und sowieso nichts geschissen kriegen. Und bei mir ist der andere, nämlich Dan. Ich grüße dich. Hallo, hier ist der andere. Ja, und das war's jetzt, oder was? Ja, das mehr muss ich nicht sagen. Also ich finde, manchmal ist weniger mehr. Okay, ja, was soll ich sagen? Was ich aber sagen kann, ist, dass diese Folge, die wir jetzt am Mittwochabend aufnehmen, ja, heute ist Mittwoch, dass die nicht auf meinem Kanal kommen wird, einfach weil ich es nicht schaffen werde. Donnerstag ist ja immer Release für unsere Folgen, also Dienstag, Donnerstag und Samstag. Ich werde das allerdings nicht schaffen, weil ich müsste es noch rendern, hochladen, lalala. Das ist dann einfach zu viel bis morgen, weil, ja, Arbeit gibt es ja auch noch und so. Von daher no way. Genau, deshalb kommt diese Folge halt nur bei dem lieben Dan raus. Richtig, richtig. Genau, genau. Das heißt, wenn ihr sie sehen wollt, guckt sie bei Dan, würde ich sagen. Und deswegen bin ich auch dafür, dass alle fast 400 Abonnenten auch gleichzeitig meinen Channel mit abonnieren, damit ihr das nicht verpasst. Was soll ich sagen? Nicht alle von meinem Kanal gucken auch The Forest. Das ist nun mal so. Mir ist kalt, warte mal eben. Hast sie nicht gut erzogen? Ja, ich weiß nicht, ob das mit Erziehung zu tun hat. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Warum ist der jetzt? Achso. Stimmt, okay. Ist auch kalt. Könnte an dem Regen liegen. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Ja, ich habe auch die Vermutung, dass das so ist. Ich verbrenne noch mal ein bisschen Geld. Ja, hau rein. Ja, genau. Dann noch schon mal vorher eine Ansage, derweil ich in der nächsten Woche, also sprich am Montag, eine OP an den Augen habe, kann ich auch noch nicht garantieren oder euch sagen, wann es dann, wir nehmen jetzt 3 Folgen auf, kann euch allerdings noch nicht sagen, wann es dann hier mit Folgen weitergeht. Das kann sein, dass das nahtlos übergeht, wenn das alles unproblematisch sein sollte, dass wir dann schon am Ende der nächsten Woche wieder aufnehmen können, aber dafür gibt es halt keine Garantie. Na, was hast du denn da wieder gefuttert? Ich weiß nicht, da lag Essen drin, es war fertig, ich hab's gegessen. Aber es ist dir nicht wirklich gut bekommen, um das mal so zu sagen. Nee, das war nicht mehr gut, nein. Nein, das hat man wohl sehr deutlich gehört. Aber ja, wie gesagt, von daher kann ich jetzt nicht sagen, wann es dann hier weitergeht mit den Aufnahmen. Ah, scheiße! Das ist ja mal nett. Das ist aber mal mit dem... Och, Mädchen. Ja, spring mal durchs Feuer, komm. Komm. Bring das Feuer. Was bist du denn für ein Leuchter, Heini, ey? Ja, die Frage habe ich mir auch gerade gestellt. Er nennt sich ja Leuchter. Wahrscheinlich ist er ein Schwurbler. Flat-Earthler wahrscheinlich. Flat-Earthler, ja. Ja, von mir aus auch Flat-Earthler, das ist mir egal. Auf jeden Fall irgendwie sowas in der Richtung. Oh, komm schon. Jetzt stirb endlich, Bursche, stirb. Danke. Da ist noch einer, da ist noch einer. Oh, Edel, scheiße. Ey, bleib hier. Ist ja wohl nicht wahr. Daneben springen tust du auch noch. Oh, 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 oh. Ich muss dringend mal eben Medizin schlucken. Ja, das muss ich auch gleich. Aber jetzt habe ich mit ihr hier zu tun. So, sie ist umgefallen. Ja, dann sollten wir hier weg, wa? Ich muss mal eben Medizin schlucken. Wenn ich noch welche habe. Ja, das sieht gut aus. Und kalt ist mir auch schon wieder. Ach, blöd hier. So. Mal eben aufwärmen. So, und dann würde ich sagen, vielleicht mal wieder Richtung zu Hause. Ja, ich würde sagen. Oder wollen wir weiterlaufen? Oder? Nein, ich finde Home Sweet Home nach dieser Nummer jetzt hier ganz gut. Gut, dann Shift-Taste und lass ihn laufen. Ach. Oh, Aloe Vera. Darf ich dir eine schöne Creme herstellen? Dann das klingt so falsch, wie es nur falsch klingen kann. Du willst jetzt nicht wirklich durchs Wasser, oder? Ach, du willst durchs Wasser. Aber schön, wie er das Feuerzeug so schön hochhält, ne? Also aktuell, ich habe kein Feuerzeug. Ich schon, und er hält das so richtig schön übers Wasser. Und mein Typ friert gerade schon wieder wie blöd. Oder noch immer, oder was weiß ich. Ja, ins Wasser halten würde ja auch keinen Sinn machen. Also ich bin jetzt nicht so der Physiker, aber... Naja, man könnte ja den Fischen den Weg leuchten, ne? Ja. Die könnten dann einfach in meine Hosentasche springen und ich verzehre sie später. Das glaubst du auch wohl selber nicht.
Sie könnten. Ich sagte nicht, dass sie es tun. Sie könnten also, allerdings. Ich habe giftige Beeren gegessen. Das ist irgendwie. Ich habe schon wieder giftige Beeren gegessen. Warum tust du das? Weil da Beeren sind und ich kann sie essen. Oh, Aloe Vera. Die Frage, die ich mir immer stelle, warum? Ich meine, das ist ja so wie, ich zünde mich selber an, ja? Das ist so dieselbe Hausnummer, nur dass du das mit Beeren machst. Das ist, ja. Weil ich es kann oder so. Oh. Pilze. Ich esse sie. Nein. Das war nicht so gut. Ich ahnte das. Das nimmt kein gutes Ende mit dir, wenn du wirklich alles auffuttern musst, was dir da über den Weg läuft. Ne? Naja, aber es könnte ja gut gehen. Nein, könnte es nicht. Okay. Es ist kalt, du bist nass. Bau ein Feuer, um die zu wärmen. Nee, wir haben Feuer. Und ich habe Durst. Das wird ja mal besser. Hast du noch Cola oder sowas im Inventar? Ich guck mal eben. Soda. Jetzt habe ich, glaube ich, keinen Durst mehr. Na, dafür habe ich aber Hunger. Schon irgendwas wieder? Ist ja immer. Naja, die Frage ist ja, Hunger haben oder die komischen Bären fressen, so wie du, ist, Ach so. Ja, stimmt. Da war ja was. Ah, ich sehe da schon wieder unsere... Ich nenne sie mal The Wall. Unsere noch nicht vorhandene The Wall, meinst du, ja? Naja, das sind Details. Naja, ich bin da sehr detailverliebt. Okay. Wir sollten uns jetzt mal so ein, zwei Folgen ums Bauen kümmern, finde ich. Das hört sich sehr gut an. Das können wir ja für heute mal, für diese Aufnahmerunde ja mal ins Auge pieken. Ja, ja. Oh, guck mal, wir haben hier noch... Entschuldigung, ich bin dir gerade voll über den Mund gefahren. Nee, ich hab gedacht, ich hätte noch Fisch in der Hosentasche. Also von denen, die mir da reingesprungen sind. Aber dem war nicht so. Aber da hängt ja noch was. Hallo, Fischli? Muss ich dich noch braten? Wo ist er denn jetzt? Habe ich den in der Hand? Nein, wo ist denn der jetzt? Natürlich können wir nicht schlafen gehen. Natürlich nicht. Wie soll es denn auch anders sein? So. Ein Stock brauchen wir noch. Ich guck mal, ob ich noch einen hab. Wofür? Dann können wir ein, sag schnell. Schnell? Dann können wir unsere Knochenaufbewahrungsbox, nutzen. Okay. Einen Stock habe ich vielleicht noch. Wo ist denn diese Knochenaufbewahrungsbox? Die ist oben in der Hütte, aber mittlerweile habe ich auch einen Stock gefunden. Ach ja. So, jetzt können wir da auch wenn wir Knochen haben, können wir die da reinfüllen, sodass wir uns immer bedienen können. Okay. Für die Rüstung und so. Ja, genau. Genau. Ja, pennen geht noch nicht, ist noch irgendwie, wir müssen scheinbar die Nacht durchmachen. Ich weiß nicht, was für ein Intervall das Ding hier hat, aber... Vor allen Dingen, weil wir ja die ganze Zeit jetzt nicht hier waren, ergibt das überhaupt gar keinen Sinn. Nee, müssen wir jetzt einmal die Nacht durchmachen, das ist ja kein Problem. Hier, haben guck wir doch mal, beim da letzten haben wir es schon gemacht. Ich bin nicht mehr der Jüngste, das kann doch nicht angehen. Ach, stell mich nicht so an hier. Doch, ich stell mich an. Wo war denn dieser scheiß See eigentlich? Direkt, nimm das große Wässrige, was da ist. Nein, nehme ich jetzt gerade mal nicht. Nee, ich gehe oben rein. Boah, leck mich am Arsch. Oh. Ab in die Hütte. Dann kommt doch zu uns, ihr blöden Mischstücke. So. Ich guck mal durchs Fenster. Hallo? Hallo? Was braucht die dafür nochmal? Für eine Rüstung?
Für eine Rüstung brauchst du 6 Knochen. Ja. Ein Stoff, glaube ich. Irgendwie mit Stoff, ja, irgendwie sowas. Ne, das war aber nicht richtig jetzt hier gerade, oder? Da gibt mir auf jeden Fall, also 6 Knochen habe ich. Es fehlt da noch ein Stoff, habe ich drin. Oder 2 Stoff? Ah, nee. Nee, den Knochen ausrüsten wollte ich jetzt eigentlich nicht. Ah, jetzt hat er es, glaube ich. Kombinieren. So, sind unsere Freunde noch da? Nö, ich sehe hier keine. Guti. Immerhin eine ganze Rüstung. Ja, siehst du? Dann kann ja nichts mehr schief gehen. So, mittlerweile haben wir hier, glaube ich, Häschen. Nicht mehr. Das war mal ein Häschen. Ist irgendwie ziemlich eingegangen, meinst du, ja? Ja, das. Das ist einer der berühmten Suizidhäschen. Kennst du die? Das ist so, die springen dann immer in die Lanze rein und so. Habe ich noch nie so direkt von gehört, aber hey, what the fuck? Naja, das, wir sind ja auch irgendwo in Ostadschikistanien, China, Indonesien. Hast du eigentlich unseren letzten Podcast gehört, fällt mir gerade ein? 1982? Ja. Nein. Die Info über die Falkland-Krise war zu geil. Echt? Ja, muss ich erzählen. Hat ist jetzt keine Werbung für den Podcast. Wusstest du warum? Wusstest du, 1982 gab es da Stress zwischen Argentinien und England. Und Falklandinseln, weißt du, wie viele Einwohner die hier hatten? Nein. 2000. Aber dafür, und jetzt halte ich fest, 400.000 Schafe und 1 Million Pinguine. Und für so ein Land beginnt man dann einen Krieg. Ich fand die Vorstellung ja ganz niedlich, wie dann so Pinguine mit Bomben und Schafe mit MGs ausgerüstet wurden, um die Briten zu vertreiben. Scheiße. 1 Million Pinguine. Naja, kein Kommentar. Ja, Krieg bleibt immer gleich, ne? Oder ja, gut, Krieg grundsätzlich ist sowieso Schwachsinn. Oh, 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 scheiße. Ja, ich kämpfe hier auch schon gegen. Könntest du mir das dann sagen, wenn da welche sind? Bei mir. Ja, ich habe gedacht, das wäre nur eine. Nee. Ich wollte dich auch nicht unterbrechen. Wo bist du? Ich habe keine Medizin mehr. Ich komme mal hin zu dir. So, der liegt. Aber da muss noch einer sein. Hilft Essen? Mann. Irgendwie nicht. Ich mach das jetzt so, ich zerhack diesen Typen direkt vor seinen Augen. Oh, das ist gut. So dass er vielleicht keine Lust mehr hat. Das ist auch eine Taktik, ey. Schidi, ich brauche Medizin. Geh aufs Ganze und so. Ich renne mal eben kurz zum Flugzeug. Zum Flugzeug, danke. Ja, so heißt das Ding mit den Flügeln. Ich war mir nicht mehr sicher. Ja, deshalb habe ich das gemerkt und habe ich gedacht, gut, informiere ich dich mal drüber. Danke. Ja, so kann ich sein, durchaus. Ja. So, den Torso schmeißen wir mal ins Feuer. Ich finde das aber nett, dass da immer wieder Leute sind tatsächlich, die Vorräte im Flugzeug auffüllen. Ja. Wie Alkohol und Essen und Trinken. Also kann man doch mal machen. Ja. Guck mal, beim Essen sind wir abgestürzt. Ich meine, wann gibt es einen beschisseneren Zeitpunkt als beim Essen? Ich bin ja schon mal... Du, mir würden da so ein, zwei Dinge einfallen. Aber, ja...
Ich bin ja schon diverse Male in die Staaten geflogen. Das sind dann ja immer so zwischen 8 bis 9 Stunden sind das dann ja auch immer, die man da so ein bisschen rumfliegt. Und jedes Mal hatte ich Turbulenzen und wirklich ausschließlich Turbulenzen, während ich gegessen habe. Mhm. Und du bist sicher, dass das kein Magengrummeln war? Da bin ich mir sehr sicher. Okay, man darf ja mal fragen, ne? Nee, das ist alles gut, ist ja legitim. Aber nein, das war tatsächlich Turbulenzen. Das ist immer sehr schön gewesen. Also ich habe schon gesagt, ich höre einfach auf zu essen während des Fluges. So 8 Stunden sollte man ja hinkriegen, mal nicht zu essen. Ach, du hast auch einen Tab, stimmt. Gut. Wenn du denn, Erster. Was denn? Du kannst den Tab da rausnehmen. Ich habe den nur, falls ich Durst kriege, reingepackt. Ja, ist gut. Was wollte ich jetzt sagen? Was blinkt denn da jetzt schon wieder? Du hast Durst. Sehr witzig Spiel. Sehr witzig Spiel. Ehrlich. Wenn du denn schon des Häufigeren in die Staaten geflogen bist, wie du eben gerade schon sagtest, ja? Ja. Was sagst du denn zu dem... Aua, ich muss mal ins Wasser. Das gehört einfach zu jeder Folge dazu. Das muss so sein. Auch vorher, vor der Aufnahme war das schon einmal so. Du musst nicht immer alles verraten, ne? Oh. Hier ist ein, ja, den habe ich auch gerade gehört. Gehüllt habe ich ihn. Ich habe ihn aber gleich. Aktuell läuft es ganz gut hier. Stirb. Brauchst du Milch dabei? Ewige Jagd. Nö, jetzt aktuell noch nicht. Ja, okay. Ist cool. Alles klar. Gut. So, kann ich jetzt was trinken? Ohne irgendwelchen Stress hier. Toll, warum? Möchtest du dein Wasser mit oder ohne Leiche? Ich möchte gern überhaupt erstmal. Ah, jetzt hat er's. Gut, dann werde ich jetzt auch mal eben vorher meinen Topf erwärmen. So, dann kann ich mal im Knochen in die Kiste packen. Oh, das ist gut. Ja, ob ich die ganze Zeit mit mir rumschleppe oder nicht? Ja, na, ist auch okay. So, ich habe da ein paar Knochen reingetan. So, und was jetzt war mit... Achso, ja. Was sagst du denn zu dem amerikanischen Präsidenten und seinen glorreichen Einfällen? Wie wir spritzen uns Desinfektionsmittel oder wir nutzen Höhensonne um uns gegen den Virus zu schützen. Oder wir werden jetzt demnächst eine Armee ins Leben rufen diese Space Army. Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Nee, das hast du nicht mitgekriegt. Also er möchte ganz gerne eine Armee gründen, die entsprechend das Weltall schützt. Das ist so viel dazu. Das Weltall? Ja. Gegen Viren, ja, oder genau. Was? Eine Space Army. Nee, nicht bezüglich Corona, sondern überhaupt. Aha. Ja. Nein, ich sage zu den Donald Trump nicht viel, außer dass er kein Präsident werden hätte sollen. Seine Ideen sind sehr, sehr risikoreich, weil es viele Nachahmer gibt und gerade Amerikaner glauben dem Präsidenten oder viele Amerikaner glauben Präsidenten grundsätzlich erstmal alles. Ja, ich fand's ehrlich gesagt, ganz kurz, dass ich da was zu sage. Ich fand es relativ erschreckend, dass im Nachgang nach dieser Aussage in Amerika immer mehr Leute bei den Entgiftungsstationen angerufen haben. Korrekt. Und die müssen sich ja wirklich da entweder das, ja, ob sie es gespritzt haben, weiß nicht, aber sie müssen ja zumindest probiert haben. Hm. Ja, das ist es. Also ich finde das ja, vorsichtig gesagt, sehr, sehr erschreckend. Ja. Ja, der Trump selber, ich habe wirklich für ihn nichts Gutes übrig. Noch nie gehabt. Aber was mich so erschreckt an der Geschichte, ist ja, ich kenne kaum Amerikaner, bin ich ja ganz ehrlich. Ja, ich habe nur wenige kennengelernt in meinem Leben. Es war mal eine Zeit lang, weil hier, da wo ich als Junge gewohnt habe, waren die Amerikaner stationiert, Galstedt und so. Da waren halt auch Amerikaner, es waren sehr sympathische Leute. So habe ich das zumindest damals empfunden. Bin auch sehr gut mit denen ausgekommen. Wieso zum Teufel ist man so blöd und glaubt dem Präsidenten alles, wo es sich doch ganz offensichtlich um Schwachsinn handelt? Ich habe keine Ahnung. Ich kann es dir nicht sagen. Ich kann es dir wirklich nicht sagen, aber das ist...
Also ich habe selber einen amerikanischen Hintergrund, familiären Hintergrund und ja, meine Zuschauer, wenn es welche gibt, wissen es nicht. Also ich habe durchaus amerikanischen Hintergrund, dementsprechend kenne ich mich da so mit einigen aus. Sind nicht alle so, um Gottes Willen. Nein, also das, übernehmen. Ne, das ist es. Aber es ist mir aufgefallen, dass es sehr, sehr viele sind, die sehr leichtgläubig sind. Aber auch in allen Bereichen sehr leichtgläubig sind. Hey, ich habe im Fernsehen oder ich habe im Internet das und das und das gelesen. Lass uns das mal ausprobieren. Gut, die hast du ja in Deutschland auch. So, ne? Da aber überhand, muss ich sagen. Also ich habe so ein bisschen, ohne auch da jetzt Vorurteile, ich habe das ist nur so ein kleiner Eindruck, den ich über die Jahre gesammelt habe, dass die Landeier da irgendwie nicht die hellsten im Kopf sind. Nee, das ist auch so. Das also, ist auch so. Klingt jetzt echt hart, aber was ist denn hier eigentlich? Wieso? Ach so, okay. Klingt zwar echt hart, aber mittlerweile sehe ich das so, dass das ein oder andere Landei irgendwie, ich glaube, die wollen das auch glauben, den Schwachsinn. Viel, ja. Warum hängst du ja eigentlich Menschen... Das ist kein Menschenfleisch. Nee, das ist ein Salamander oder sowas, ein Lurch. Nee, und das andere hier, sind das Socken? Er sagt, ich kann das essen. Keine Ahnung, ich probiere es mal. Also ich habe da weder Socken noch Körperteile noch irgendetwas anderes Ekliges aufgehangen. Ich hoffe doch, weil ich habe es jetzt gegessen. Es würde zu mir passen, aber nein. Naja, nee, war mal, hat mich nochmal so interessiert, weil du eben halt näher dran bist als ich an der Geschichte. Mhm. Weil ich das schon echt erschreckend finde, was für eine Macht der gute Mensch da auch hat. Alleine mit seinen, mit der Geschichte, mit seinen Tweets, ja, befreit den und den Bundesstaat. Habe ich nur so gedacht, so, Alter, geht's noch? Mhm. Also so viel dazu. Er hat eine Äußerung getätigt. Da sind Leute. Warte. Mal eben auf die Waffe wechseln hier. Zwei an der Zahl sehe ich. Lalalala. Drei an der Zahl. Dann komme ich doch mal eben rum. Ich habe gehört, desto größer wir werden, desto mehr Feinde gibt es wohl. Aha. Aber wir sind deshalb ja nicht mehr. Von hinten kommen zwei. Ah, da, ich sehe es gerade. Komm her, mein Freund. Komm, bleib stehen. So, Nummer Uno ist mit dem Thema durch. Ach, die haben uns hier wieder so ein komisches Ding aufgestellt. So. Na, klappt's bei dir? Ich hab ihr mittlerweile drei Pfeile reingeballert. Nee, klar. Gut, ich sag dazu nichts. Ich würde sagen, Killermaschine alt Ernie. So, läuft, okay. Aber ich glaube, ich habe so den Eindruck, dass Pfeile auch nicht ganz so effektiv sind, wie so der Speer oder so, weißt du? Nee, das stimmt. Ich glaube, du brauchst relativ lange mit dem Bogen. Klar, du hast den Vorteil. Ja. Wieso kann ich das jetzt nicht aufnehmen? Willst du mich jetzt verarschen? Ich habe doch keine Knochen mehr bei mir, oder? Warte mal, Inventory. Stein. Ich habe keine Knochen mehr bei mir. Warum kann... Doch. Ach, ich wollte doch nicht... Nein. Könntest du das mal wegwerfen? Toll. Wie werfe ich was weg? Ich habe keine Ahnung. Wieso, was denn? Ich habe schon. Hier, ich habe hier mal ein Bein aufgestellt. Läuft. Sehr schön. Au. Weg da. Wenn ich am Hacken bin, um Knochen zu holen... Sollte man mir nicht im Weg stehen, da bin ich ganz, ganz eigen. Okay. Nein, also das ist, Ja? Das ist mit Amerika sowieso immer so eine Sache. Ich bin sehr gerne da, die Menschen sind super freundlich, die ich kennengelernt habe. Auch wenn man unterwegs ist, meinetwegen in einer Stadt wie Washington, New York oder ähnliches. Selbst die Leute, die irgendwo unter Strom stehen, bisschen im Stress sind, weil sie arbeiten, weil sie pendeln. Selbst die finden sogar noch eine Sekunde, um dir zu helfen, wenn du jetzt meinetwegen mit dem Ticketautomat nicht zurechtkommst. Also das ist schon total klasse. Ich habe eine Menge Leute kennengelernt, die sehr interessiert sind auch an Europa oder die europäische Politik und ähnliches. Also das ist
das ist ein sehr interessantes Land. Die Menschen sind super freundlich, aber wie du schon gesagt hast, gerade wenn man auf ein ländliches Gebiet kommt oder desto ländlicher man wird, desto schwieriger wird es auch mit den Menschen. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass gerade weil das Land so weitläufig ist und die nun mal eben auch 2-3 Stunden in eine große Stadt fahren, die auch ein bisschen mehr in ihren Trott hängen, sage ich jetzt mal. Ne, naja, das, im Trott hängen, ich meine, aber das hast du in Deutschland auch. Also wenn du ländlicher lebst, hängst du auch in deinem Trott. Im Normalfall. So, und das ist für mich keine Erklärung. Völlig Schwachsinn, weil nichts anderes erzählt der Trump da ja. Also es ist ja so weit ab von jeder logischen Realität, also so weit von fern ab, dass ich einfach wirklich ein Verständnisproblem damit habe, dass man sich hinstellen kann und sagen kann, oh, das ist der amerikanische Präsident, das, was er sagt, muss der Wahrheit entsprechen. Ja. Da habe ich echt so meine Baustellen mit. Das zählt natürlich wirklich nicht für jeden, ist mir durchaus bewusst. Und auch gerade in den Städten ist es ja so, dass Trump jetzt nicht so das beste Standing hat. War jetzt ja auch gerade in der Corona-Krise, wo er ja gezeigt hat, dass er eigentlich nichts kann, was wir vorher alle schon wussten, aber da hat er es ja nochmal bewiesen. Ich verstehe es nicht. Und das Schlimme ist, die Wahrscheinlichkeit, dass er wiedergewählt wird, ist ja nicht so klein. Nee. Leider nicht. Ja, ich wusste, wir haben einen Baumstamm-Scooter. Bitte? Ich wusste, wir haben einen Baumstamm-Scooter. Ach ja, da war ja was. Du hattest einen gebaut, ja? Ja. Na gut, aber die 20 Minuten sind lange vorbei. Wir werden jetzt noch so 1-2 Baufolgen machen heute. Und dabei kann man ja nebenbei in Ruhe quatschen, auch über solche Themen mal. Ich würde sagen, wir sind für heute raus, oder? Ja, hat mir sehr viel Spaß gemacht, auch wieder mit euch. Ihr habt ganz toll zugeschaut. Also das muss man euch lassen. Die B-Note ist super. Ja, eindeutig. Eindeutig. Kann man nicht anders sagen. No. Ja, ich sage auch nur noch euch einen schönen Abend und dann bis zum nächsten Mal. Diese Folge, wie gesagt, nur bei Dan und dann ab Samstag wieder vermutlich auch bei mir. Alles klar. Tschüss. Guckt trotzdem bei mir. Tschüss.